So, hallo und herzlich willkommen zu meinem Stream. Heute wieder Project Cars. Das sind nicht dauernd Forza 6 Streamer da. Ein bisschen Abwechslung muss sein. Gestern haben wir eher spannendes Rennen gehabt. Auf Watkins Glen sind wir leider dann auf den 9. Platz gefallen. Durch zwei grobe Fehler von mir, aber egal. That's racing. Jetzt muss ich da schnell das iPad leiser drehen da. Sonst hört man mich doppelt. So. Und zwar, ich habe mir gedacht, heute fahre ich MonsterGP. Mit welchem Auto ist jetzt die Frage? Gestern sind wir auf Watkins Glen Ruf RGT 8 GT3 gefahren. Und heute fahren wir auch ein GT3, aber was für einen? Das ist die Frage. Was auch interessant wäre, wäre der Aston Martin. Aber ich glaube, ich werde heute, wo ist denn der? Das finde ich nicht. Ach so, das war oben Audi, genau. In Audi LMS Ultra, der ist super. Den fahren wir heute. Runden. Machen wir 20. Gegner bleiben aber 19, gleiche Klasse, 70% Stärke. Training lassen wir 15 Minuten zum Einstellen. Qualifying lassen wir, was machen wir denn da? 15 oder 30? Na, 15, das müsste ausreichen. Startposition ist auf zufällig gestellt, das passt wegen dem Bug, so wie gestern erklärt. Jetzt müsst ihr unbedingt schauen, dass da zufällig drin steht, weil sonst bringt euch das Qualifying gar nichts. Dann setzt sich das Ganze dann auf irgendeinen Platz nach dem Qualifying und das ist nicht gut. So, Wetter, jetzt bin ich mal überlegen, gestern sind wir in die Nacht reingefahren. Regen wäre mal lässig. Mach mal leichten Regen. Uhrzeit machen wir aktuell. Und Zeitverlauf machen wir aus. Den brauchen wir heute nicht. So. Jetzt müsste alles eingestellt sein. 20 Sekunden, 19 Gegner, 15 Qualifying. Passt. Dann starten wir mal. Schau ich nochmal, ob das hier auf zufällig steht, weil weißt du, das ist ein Problem, was ich vorher gesagt habe, mit Qualifying, ja, das passt. Okay, müsst ihr hinhauen. Start. So. Derweil das da lädt, hole ich mir noch schnell einen Kaffee. Bin gleich wieder da. Ah, was?
So. Das freie Training hat sich eh schon gestartet da. Jetzt haben wir schnell einen Kaffee gemacht und rauche ich schnell noch eine. Bevor wir sie da ins Geschehen schmeißen. Zwanzig Runden ist nicht wenig. Qualifying müssen wir auch noch fahren. Schauen wir mal gleich auf das Tuning Setup. Automatisch nach Wetter, Force Feedback, das müssen wir hochstellen. Im Regen brauchen wir es ein bisschen höher. Machen wir 50. Dann genau die Benzinmenge. Stimmen wir auch gleich ein. Das heißt, wir haben im Hauptrennen 20 Runden. Machen wir Benzinmenge für 24, das passt. Qualifying Tankfüllung drehen wir zurück auf 6. Dann müsste das passen. Speichern. Dann da wir noch Reifendruck verringern. Oder lassen wir den so? Nein, den lassen wir so. Schauen wir mal, ob die Benzinmenge gespeichert worden ist. Jetzt bin ich um 1 zu weit gegangen da. 24 Runden, 6,1 Liter passt. Runden wollte ich sagen. So, jetzt fahren wir schnell raus und dann drücke ich auf Pause, bis ich mit dem Rauchen fertig bin, weil sonst läuft uns die Zeit davon. Training. Go, go, go. Heiß Real for Gaming oder wie man dich ausspricht. Willkommen in meinem Stream. Muss noch ausrauchen. Dann geht's ja los. Es wird jetzt ein längeres Rennen. So, Zigarette ausdämpfen und dann geht's los. So, fahren wir mal im Training ein paar Runden da. Okay, das Force Feedback ist zu hart eingestellt, dann müssen wir gleich zurück in die Box. Das passt nicht. Tuning Setup, Force Feedback 40. Müsste reichen. Fahren wir nochmal raus. Jetzt fast reingefahren. So, das war jetzt ein bisschen scheiße da. Aber egal, es ist jetzt erst Training. Mich erstmal wieder an die Fahrphysik gewöhnen da.
Ah, jetzt habe ich ganz was vergessen. Ich habe die Fahrlinie noch drinnen. Sorry für das, aber ich muss jetzt da rausgehen. Ich habe die Fahrlinie noch eingeschaltet. Das habe ich noch immer nicht umgestellt. Na, das ist nicht wurscht, Glocke. Weil ich nicht mit Vorlinie fahren will. Das ist das Ganze. Das war jetzt eh freies Training, das ist jetzt eh egal. Das können wir eh abbrechen. Aber mit Vorlinie, das lenkt mich nur ab da. So, Optionen. Wo war das jetzt wieder? Unter Optik, oder? Nein, Optik war es nicht. Kamera. Wo waren die Einstellungen wieder? Da war es auch nicht. Ich habe schon so lange nicht mehr gespielt. Steuerung. War es auch nicht. So, jetzt speichert er wieder ewigst lange. Das ist auch so ein blöder Bug. Ich habe mir gedacht, den haben sie behoben, aber anscheinend doch nicht. Sorry, dass ich das jetzt wieder abbrechen habe müssen, aber mit Fahrlinie, das geht gar nicht. Was ist jetzt Zuschauer hast du los? schon gemacht? Was? Die Zuschauer hast du schon? Sieben. Siebene? Boah. Krogstadt. Ja, ich bin jetzt bald auf 40 Follower. Das passt auch. Na, was ist jetzt? Du weiter da. Ich hab keine Zeit für so einen Scheiß. Gameplay müsste es sein. Bildschirm anzeigen, ja, da haben wir es. Ideallinie aus. Weiß nicht, warum der das eingestellt hat. Streckenkarte, Gemah, ausblenden. Ja, passt. So, hoffentlich speichert er jetzt nicht wieder 3 Jahre, so wie es ausschaut schon. Ja, das ist so lästig, dieser Bug. Will schon fahren da und nicht im Ladebildschirm da verbringen, das nervt. Gestern hast du was versäumt, Glucke, auf Watkins gehen. Das war ein Rennen, hey. 25 Runden bin ich gefahren und in der letzten Runde, was der bei Watkins Glen bei der Kurven vor der Boxeneinfahrt, so direkt gegenüber bei der Mauer von der Boxeneinfahrt, dreht sie mich ein vor der Ziellinie. Ich habe mir gedacht, ich spinne. Wirklich. Das war ein Trauerspiel, echt. Zwei Plätze habe ich dann noch verloren. Unvorstellbar. Aber ja, that's Racing, das kann passieren. Der Dennis ist im Stream und der Flames Fried oder wie man den ausspricht. Hi. So, jetzt hat es gespeichert. Jetzt müsste alles funktionieren. Jetzt muss ich das wieder kontrollieren. Der Anzahl Runden 20, Gegner 19, gleiche Klasse, 70% zufällig. Passt. Jo, Bedingungen, leichter Regen. Okay. So, Audi LMS Ultra Start. So. Aber jetzt. Dann kann sich jetzt keiner mehr beschweren, dass ich die Fahrlinie eingestellt habe, weil die brauche ich sowieso nicht. Ich kenne ja die Strecken eh. Und außerdem lenkt das nur ab. Also von dem her ist wurscht. Ja, aber Glocke, das müssen wir wirklich einmal probieren wieder. Das Project Cars Online. Mal gescheit austesten. Das Day kann die ganze Zeit auch nicht Forza 6 zocken, das ist auch. Jetzt habe ich eh so viel gespielt, jetzt brauche ich ein bisschen Abwechslung. So.
Force Feedback drehen wir jetzt noch ein bisschen runter. 32, das müsste passen. Ja, dann musst du es vielleicht nochmal probieren. Passt, Tankfüllung hat es gespeichert. Dann fahren wir mal. Ja, ich weiß auch nicht, Lucky. Hi Meatball. Schön, dass du in meinem Stream bist. The track is wet, so it will be slippery. Dial yourself into the conditions. Ah, diese Soundbugs, wieso sind die schon wieder dahin? Am 3.0er Patch waren die weg. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hört im Stream, aber ich denke schon. So, das Feedback ist irgendwie noch immer zu hart. Naja, schon fahren wir mal. Scheibenwischer. Also eins habe ich schon festgestellt bei Project Cars, der Regen, der sieht Bombe aus mit dem neuen Patch. Also der ist echt Bombe. Ja. Der Regen ist so Hammer, hey. Da kannst du in kurzer Sechse noch ein bisschen was abschneiden, da. Hey, was ist mit dir, du? Wow, die fährt nicht einfach rein in der Kurve. Was? Sag's mir, okay. Ja. Aha. Ja, normalerweise darfst du nicht gucken, weil du bist da so. Genau, sehen. Ah, das ist komisch. Ah, die E-Mail meinst du? Ja. So, ich muss das Force Feedback nochmal einstellen. Für das ist das Training da. So, zurück zur Box. Tuning Setup. Anfang 24, das müsste passen. So, ich hoffe, jetzt passt es endlich einmal da. Dann fahren wir mal 2-3 Trainingsrunden und dann gehen wir ins Qualifying. Ja, ist schon besser. Es war jetzt einfach zu hart eingestellt. So, jetzt schauen wir mal, wie wir die Kurve. Ja, ist schon besser. Ist schon besser.
mal wieder einfahren in die Strecke da. Bin jetzt immer vor zur 6 gefahren und das fährt sich ganz anders mit Project Cars. Ja, es fährt sich ganz anders. Ich muss die Bremspunkte erst wieder rausfinden da. Kamera bei dem Auto ist sehr besser. Ich gestern mit dem Porsche gefahren bin, mit dem Ruf. Da war die Helmkamera zu weit vorne im Cockpit, das hat nicht gepasst. Wie kommt es vor jetzt mit dem neuen 4.0er Patch, ist die Haftung von den Reifen viel besser im Regen. Also das ist kein Gerutsche mehr, das haben sie auf jeden Fall verbessert. Okay, da muss ich ein bisschen früher bremsen da. Thank you.
Du musst schauen, wie war's nicht. So, jetzt bin ich gespannt, ob mich der die letzte Runde noch fertig fahren lässt, aber ich glaube nicht. 50 Sekunden noch. Nein, er lässt mich nicht mehr fertig fahren. Okay. Sind die für ihre Zeiten gefahren, ey, dass wir sie ungefähr richten können. Eine 1,55. Ja, da müssen wir noch ein bisschen Gas geben im Qualifying. Die Einstellungen. Ja, jetzt bin ich wieder drüber. Passt. Passt. So, dann schauen wir mal. Was wir rausholen da.
Hast irgendwas falsch gemacht, nein, das gibt's das nicht, Glocke. Okay, good luck. Let's try and take pole with this lap. Focus on the apexes and carrying speed. War jetzt noch ein Glück. Jetzt habe ich echt Glück gehabt, da. Ha? Sechster sind wir schon. Siebter. Oh, das wird eine harte Nuss. Achter, ach du Scheiße. Müssen wir mindestens 1,55 fahren. Oder 1,56. Thank you.
10. Ach du Scheiße. Nein. Das war schlecht. 11. So, die Runde kann ich vergessen. Hallo, Martin. Von 10. Platz muss ich ausgehen. Jawohl.
So. Das könnte eine neue Bestzeit werden. Es wird eine neue Bestzeit. Jetzt bin ich auf den Platz gespannt. So 5. 6. wäre schon optimal. Benzin geht auch schon aus. Vierter, ja, das passt, das passt. So, jetzt müssen wir zurück in die Box. Vierter sind wir momentan. Mit einem Abstand von 1,3 Sekunden. Ja, das ist in Ordnung. Wenn sich das jetzt nicht mehr ändert, die letzten 2 Minuten, dann passt das. Dann machen wir jetzt noch eine Zigarette und dann fahren wir das Rennen. So, bin ich wieder da. Passt. Platz 4 habe ich mich qualifiziert mit 1,3 Sekunden Abstand zum ersten. Das passt, der ist eine 1,55 gefahren. Ja, jetzt rauche ich noch aus, bevor wir das Rennen starten. Das heißt, ihr müsst jetzt 5 Minuten warten. Ah, Manfred ist auch wieder da. Was hast denn du da? Hat der Mail-Eingang irgendwas, hä? Der Mone. Jetzt geht's dahin. Ja, ich tue da weit Wiederholung rein. Aber Martina, morgen ist los mit der Peter. Du hast mich angemeldet für die Peter, aber ich bis jetzt noch nichts gekriegt. Ja, Mone, gell, nächste Woche sind wir anscheinend dabei bei der Preview im Dashboard. So? Ja, mir sollte mal Glück kommen eigentlich. Die, was jetzt kommt, ja. Ja.
im Internet, dass die, dass das quasi eine von den letzten Preview-Wörn sein müsste. Also die dritte Wörn müsste das dann sein. Schauen wir mal. Und außerdem haben wir schon Ende September, weißt Jetzt wird es anstrengend. Was hast du gegessen, Manfred? Butter oder Schwein? Huhn! Ja, das ist das Beste. Tja, so deppert. Und steht auf und hat nur Scheiße im Schädel. Das ist furchtbar. Ja, ja, da träumt er von solchen Sachen. Dass er weiß, was er den ganzen Tag sagen soll. Ah ja, jetzt wird es anstrengend, Glocke, 20 Grad im Monster, das kann jetzt dauern. Ja, jeder beschwert über das Echo von Martin, nur der Mono findet schön. So, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ausblenden. Ah, die Kinect versteht schon wieder irgendwas. So. Weiter! Let's start the race. Hoffentlich jetzt am vierten Platz. Ja, passt. Remember mate, you need to focus on those lights and nail the stars. Let's stay safe and see if we can take some of these guys off the grid. So, 20 Grand Monster. Sich die ersten Kurve bitte. Reißt euch zusammen, Jungs. Okay, da sind wir mal ruhig gut durchgekommen. Scheibenwischer war nicht blöd. Ich spiel nicht Forza, ich spiel jetzt Project Cars gerade. Ich brauche ein wenig Abwechslung, weißt du? Scheiße, das war nix, das war nix, das war nix. Wow, der war süß mit dem, der Hand überholt da. Hi TLS6.
War der Mone auch schon wild? Ach so, ja, das ist Atlanta gefallen. Keine Strafe bekommen, da ist mir das egal. You're reeling him in, this is great stuff. Line him up and squeeze past.
Glocke schaut man zu. Gib Gas, Alter. Schaut schon geil aus, der Ring, gell? Ja, viel besser. Alleine gischt. Ja. No, 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 was mach ich? Ey, auf 70%, Alter, da kommst du noch nicht nach, aber... Hast du das jetzt geschafft mit Twitch? Ja, gut. Schaust du jetzt auf die Xbox zu oder auf dem Handy? Ja, das ist sehr gescheit, weil da rennt's flüssig. Müsste flüssig laufen. Wahnsinn, die haben vor. Jetzt fahre ich aus, na komm. Glocke.
das kann vorkommen. Ach so, ja, da. Muss das nicht lohnen. Geht's eh wieder. Weil ich komme nicht 4 auf 70%, die haben es dann so gut. Ich fahre denen jetzt schon 9 Runden nach, oder? Ah, das kann es nicht sein, Expo-Stöße auf 65, 60. Okay, let's try and stabilize these lap times now and keep focused. Schaut man der Manfred vielleicht dazu oder was? Nein, nicht. Du Verräter! Ah, okay. Ja, 38 habe ich heute gerade wie ich angefangen habe, glaube ich. Ah, nein. Weil ich bin jetzt bei Runde 10. Ja. Aber jetzt komme ich ein wenig zu ruhig. Wenn ich es anstrengend mache, vielleicht noch 2 Plätze gut oder 3. Aber aus der Glocke, der Grip von den Reifen im Ring ist auch viel besser, gell? Du siehst das eh, rutscht überhaupt nicht. Oder? Nein, jetzt fahr ich schon wieder aussehen, das möchte ich jetzt nicht. Da musst du echt wieder mal zucken, das Spiel. Es macht den Spaß mit 400 Patch. Es passt. Ja. Was mir bei Project Cars voll gefällt, ist das dynamische Wetter. Auf jeder Strecke. Nein, 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 nein. Boah, jetzt habe ich geklickert. Alter Schwede. Setz mich vor Stand drauf. Boah, jetzt habe ich mich geschreckt. LMS Ultra. Audi. The pace is dropping off a little bit. Try and refocus and bang into quick laps.
Mai hast du die erste Schikane nach dem Züge. Das ist so gefährlich. Nein. Ja, da muss ich so fahren, Scheiße. Das ist jetzt am dritten Mal, dass ich da über die Kürbs drüber fahre. Rover, Witness is now, mate. Ja, ich komm gleich schon weg zu. Ja, jetzt komme ich vorbei, komm. Jetzt, sechster. Ich sehe nichts mehr.
ich habe meinen Platz gut gemacht, den auf 14 Runden, Alter. Aber der Z4 ist schon wieder hinter mir, wie der Teufel, Alter. Setz schon wieder an. Der geht einfach besser, der Z4, der ist echt. Scheiße, er ist neben mir. Na, der Bull ist aber eigentlich verkühlt, ha, Glocke. Mit was? Verkühlt, habe ich gesagt, weil. Ja, und ich habe gesagt, er ist verkühlt. Ja, das habe ich gesagt. Wow, das war jetzt nicht gut. Bitte keinen Schaden, bitte keinen Schaden. Ich habe einen Schaden. Oder? Wow, die Glocke schaut das an, jetzt habe ich es gescheit vermisst. Hey. Das ist die Glocke. Cover that inside line. Boah, das war jetzt gescheit haarscharf, Alter. Ich hab das Auto fast ruiniert jetzt. Ich hab aufs iPad geschaut, Alter, und hab Kurven übersehen. Der hat voll aus, ist Scheiß. Ja, weil auf der Kron war, ich mir denkt, das geht jetzt eh kurz aus, dass ich um mich schau. Jetzt hab ich am meisten, dass ich mir das Auto nicht ruiniert hab. Boah, jetzt bin ich drüben. Ja. Boah, das waren jetzt eh die Plätze gewöhnt eh nicht. Ich hab's jetzt eh wieder. Wir sind eh wieder vorbeigefahren, weil das war jetzt nicht rechts da. Das fahren wir rüber. Boah, Gott sei Dank hat mein Auto keinen Schaden, Alter. Ey. Jetzt hätte ich jetzt im Box müssen und nicht alle Plätze verloren. Den habe ich jetzt nur gestraft, hast du das gesehen? Alter, jetzt hast du mich geschreckt. Thank you.
Kurz einmal was drängen, hey, mit Trick jetzt schon das, die Pappen aus. Er fängt sich selber witzig, oder? Keiner lacht, außer der Manfred. Ja, du bist krank, das ist das Problem. Kein normaler Mensch ist, redet so viel Scheiß am ganzen Tag. Ja, ich möchte nicht wissen, wie du privat bist, da gegenüber von deiner. Wahrscheinlich auch den ganzen Tag. So, jetzt werde ich schon konzentriert, Alter. Jetzt ist Zeit, dass das Rennen vorbei ist. Dass ich keinen Scheiß mehr brauche. Es ist schon die Meter. Ja, eh nix. Ich hab so laut Rad, dass ich nix hier.
Ausblenden! 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 Alter, ich glaube ich spinne. Der Hund hat mir jetzt Kinect im Spiel. Wow, ey, was ist da los? Ja, ey, aber ich muss Kinect einschalten, weil ich da will kennen. Ich glaube ich spinne ein wenig. Ja, jetzt habe ich einen Schaden am Auto, Alter. Der letzten Runden, ey, was soll der Scheiß? Kann man das mitten vorne nicht irgendwie andecken, ey? Wenigstens habe ich keinen Platz verloren. So vorbei, boah. Sechster sind wir geworden. Okay, bitte? Magst du noch weiter boosten? Ja, machen wir das noch fertig, da die 25 Runden, die 25er gewonnen, oder? Oder haben wir das schon? So. Das war's mein Langstreckenrennen. Ich bete jetzt den Stream. Was mir für Punkte das sind? 30 oder was? Danke fürs Zuschauen. Tschüss. 25 Punkte. 25. Viel wenig, hä? Voll wenig. Da waren